und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir fahren jetzt gerade schon wieder, also wieder eine Begrüßung aus dem Auto. Wir fahren jetzt nach Ulm zum Kanga Flashmob. Ich habe ja im Frühjahr einen Kanga-Kurs gemacht mit der Lotta und jetzt findet der Kanga Flashmob zugunsten der Deutschen Hebammenstiftung statt. Und ich freue mich voll drauf. Ich habe noch nie bei einem Flashmob mitgemacht und finde es eigentlich voll cool, wenn da so eine Riesenmenge an Menschen zusammen tanzt. Und das macht bestimmt riesen Spaß. Leider ist meine neue Trage, also ich habe eine neue Trage kaufen wollen, nicht gekommen. Da gab es irgendwelche Lieferschwierigkeiten. Jetzt haben wir sie bei einem neuen Shop bestellt. Jetzt kommt die wahrscheinlich erst nächste Woche. Ja, aber ich habe ja noch ein paar andere Tragen. Von daher nehme ich einfach meine Fräulein hübsch. Hey Lotti? Und ja, ich hoffe, die Lotta macht auch gut mit, aber normalerweise gefällt ihr das eigentlich immer. Sie schläft eigentlich immer gern ein beim Kanga-Training, zumindest war das damals so. Heute hat sie auch schon in der Trage geschlafen, also ich denke, ja, sie wird da einen Mittagsschlaf machen während dem Flashmob. Der Marcel, also mein Mann, der tut der mit dem Handy auf YouTube live gehen. Zumindest versucht er das. Also ich weiß nicht, ob es auf seinem Kanal macht oder auf meinem. Ja, gucken wir mal. Und ich möchte die Kamera auch irgendwie am Kinderwagen befestigen, sodass sie auch einfach mitläuft und dann auch noch ein paar Mitschnitte ja, in dieses Video hier reinsetzen. Ich bin auch schon in Pink angezogen. Pink-Schwarz ist so die Farbe von dem Kanga Flashmob. Und ja, vielleicht kaufen wir noch so Stülpen. Da gibt es so Armstülpen in den Farben vom Kanga. Also ich glaube, auch so pink-schwarz mit irgendwas anderem noch drin. Und ja, die wären schon cool, wenn ich die noch kaufen würde. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten, aber wenn die nicht zu arg teuer sind, dann kaufe ich mir da welche. Ja, dann nehme ich euch nachher mit, wenn wir doch Ulm laufen. Johanna, komm ein bisschen weiter vor. Annalena, komm ein bisschen weiter vor. Emily and Friends, alle Kaffeebesucher, alle Einkäufer, alle Touristen, ordentlich die Hüften mitschwingen, ordentlich uns anfeuern, weil wir haben hier echt viel Mühe reingesetzt. Und ein paar Männer für den Ausbildungs- und Studienberuf der Hebamme, damit wir auch in vielen Jahren und in Zukunft eben noch eine tolle fürsorgliche Geburtshilfe stemmen können in Deutschland. Und genau das ist wichtig. Das weiß ich selber als zweifache Mama, wie wichtig eine Hebamme ist. Weil der wirkliche Job der Hebamme ist ja nicht in Anführungsstrichen nur der unter der Geburt, sondern es ist vor allen Dingen auch die psychologische Arbeit, die eine Hebamme für uns junge Mütter leistet. Schon in der Schwangerschaft, insbesondere auch im Wochenbett. Und ich weiß nicht, ob sie hier ist, aber ganz lieber Gruß an meine Hebamme. Ich sag den Namen nichts und fange an zu heulen. Noch vier, dann doppelt hoch.
Wandertraining. Wir machen für euch heute einen Charity-Flashmob zugunsten der deutschen Hebammenhilfe. Seid euch einzeln und noch vier, dann doppelt und nochmal wiederholen. Rechte Schulter vor, Seite vor. Woohoo! Vier nach, dann Seitenwechsel. Und noch vier, dann frontal. Rechte Seite raus, Arm hoch. Und zwei nach. Seite, nach hinten, vor mit Drehung und vorne Slide. Das Publikum an der Seite darf uns ruhig anfeuern. Vier nach. Die letzten zwei, dann Side-Touch, einzeln rechts und. Vier nach, dann doppelt. Wiederholen. Side-Touch von rechts und. Woohoo. Vier nach, dann Seitenwechsel, links vor und. Vier nach, dann frontal, rechts raus, Arm hoch und. Zurück und zur Seite, nach hinten, vor mit rechts, links, zur Seite, nach hinten, vor mit Drehung, Kuschelzeit. Wenn ihr euch fragt, was ist Kanga-Training, dann seht ihr hier einen Ausschnitt. Ein besonderes Mama-Baby-Workout, bei dem die Mama fit wird, mit dem tollsten, liebenswürdigen Trainingsgewicht direkt am Körper. Wir gehen tief, rechts hoch, rechts raus. Und Mädels, ihr seid der Oberwahnsinn! So viel kann man, dass es ganz viele Nachwuchskräfte im Bereich Hebammerei gibt. Florian, vielleicht kannst du gerade noch mal vorkommen. Was ist dein Anliegen? Ich meine, du bist direkt von Berlin hier runtergedüst und machst es ja auch mit Herzblut, deine Arbeit. Ja, zunächst mal riesengroßes Dankeschön von uns, von der Deutschen Hebammenhilfe, an die ganzen Kanga-Mamas. Ihr habt hier eine richtig geile Aktion am Start. Toll, dass ihr wochenlang dafür trainiert habt. Ihr macht das absolut klasse. Nochmal großer Applaus. Wir von der Deutschen Hebammenhilfe machen ganz viel, um junge Frauen und Männer für den Beruf der Hebamme zu begeistern. Unter anderem produzieren wir eine Webserie, die könnt ihr euch alle angucken unter www.traumberuf-hebamme.de. Da könnt ihr 3 Jahre lang die Ausbildung von 17 Schülerinnen live mitverfolgen. Wir vergeben Hebammenstipendien, wir haben eine Ausbildungsbörse und eine Jobbörse für Hebammen. Ganze Menge, wir unterstützen Hebammenschulen mit Lehrmitteln. Also wir brauchen auf jeden Fall auch eure Unterstützung. Vergesst unsere Spendenkassen nicht, sammelt kräftig und unterstützt die Mamas hier mit einem kräftigen Applaus. Vielen Dank, Florian. Und ich kann immer ganz gut in Köpfe reinschauen. Und wenn ich jetzt in eure Köpfe reinschaue, denke ich, verdammt, eigentlich habe ich viel zu wenig Bargeld dabei für diese großen Spendendosen. Es gibt natürlich auch ein Spendenkonto, das seht ihr auf Deutsche Hebammenhilfe. Und dort könnt ihr zusätzlich spenden. Musik passt schon. Seitlich, Seite, tschüss.
Nochmal Seite. Ich hab's angekündigt, dass ich mich vertanzen werde. Drehung. Mit Klapp. Frontal. Rechts vor, rück vor. Wechsel. Zwei auf zu. Wechsel. Wiederholen rechts. Und. Zwei auf zu rechts. Und. Gimme, gimme vor. Woo! Posen rechts. Hop. Hop. Crazy zurück. Hinten wieder Posen rechts. Und das ist. Drehung, vorne klappt, Drehung frontal rechts, vor und vor. Bauch checken, Aufzug, Wechsel, rechts, vor und vor. Aufzug rechts. Gimme, gimme vor. Vorne Pausen rechts. Zurück. Und. Hinten wieder Pause. Rechts. Drehung. Strecke wechseln. Wir drehen. Links. Und. Strecke wechseln. Und die Schatte ist vor. Und. Strecke wechseln. Jetzt bin ich nass geschwitzt. Ihr habt den Ausschnitt gesehen oder eigentlich einen großen Teil vom Video. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel ich reinschneide vom Flashmob. Jetzt laufen wir hier gerade durch so schöne Gästlein. Ich zeige sie euch mal. Wie im Urlaub. Mit so tollen Fensterläden. Ja, muss ich weit fahren für Urlaub. Ja. Urlaub direkt vor der Tür. So kleine Lädlein. Wir wollten gerade in einen Laden gehen mit Holzspielzeug. Da habe ich für die Krippe damals was gekauft und das war eigentlich so gut, eigentlich so gute Qualität. Und da wollte ich Lotta jetzt was kaufen, aber der Laden hat Urlaub. Das Personal hat Urlaub. Der Laden war da. Der Laden war da, ja, aber das Personal hat Urlaub, genau. Und jetzt müssen wir halt dann ein anderes Mal noch hingehen. Da will ich unbedingt der Lotta mal was kaufen. Ja. Und jetzt gehen wir noch auf den Streetfood. Das ist nämlich neben dem Münsterplatz, ist nämlich noch ein paar Essensständen aufgebaut. So süß, die kleinen Häuser. Ich liebe die, solche Häuser. Nothing goes right, go left. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Sitzen wir wieder im Auto, die kleine Maus neben mir. Ja, der Tag war schön. Wir waren jetzt sogar ein bisschen einkaufen im Buchladen und bummeln beim Müller. Ja, ich möchte mich hiermit verabschieden von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr zum Flashmob sagt. Und ich verlinke den Livestream noch. Genau, ich verlinke den Livestream. Ja, das Live-Video von meinem Mann. Das verlinke ich unten in der Infobox. Dann könnt ihr auch bei meinem Mann vorbeischauen. Er ja, filmt seine Spiele, die er spielt. Genau. Und dann sage ich mal Tschüss.